gleich mit den Augen eines Vogels. Die atemberaubende Welt der Videoflieger. Fliegen mit den Augen eines Vogels. Atemberaubende Manöver. Und das Risiko für Kopf und Kragen. Fliegt nicht mit, denn den Blick des Piloten hat Raphael Pirker nur in seiner Videobrille. Er steuert ein ganz besonderes Hightech-Modellflugzeug. Ja, das ist also mein Flieger hier. Es funktioniert folgendermaßen. Hier vorne ist die Videotechnik installiert, die dann auf meine Videobrille übertragen wird. Und hier drin haben wir noch ein GPS-Gerät, das so wichtige Daten wie Höhe, Geschwindigkeit und Batterieverbrauch in das Bild einblendet. Kaufen kann man so ein Flugzeug noch nicht. Man muss es selbst zusammensetzen. Die Teile dafür kommen aus dem Modellbauladen, Elektronikmärkten und aus der Spionageindustrie. Bis zu 3.500 Euro kostet der Spaß. Aber das Erlebnis ist unbezahlbar für jeden, der hoch hinaus will. Also das Hirn denkt irgendwie, man ist in der Luft. Und von dem her, also Höhenangst und so weiter, das kriegt man alles 1:1 mit. Videoflugpiloten bezeichnen sich selbst als die schwarzen Schafe unter den Modellbauern. Sie heben da ab, wo es ihnen passt. Ordnungshüter sind meist ratlos, denn sie sehen so ein Fluggerät zum ersten Mal. Die Sache ist relativ neu und deswegen gibt es eigentlich noch keine expliziten Gesetze dafür. Das heißt, wir betreiben das als Modellflug und müssen uns halt dann auch an die Regeln vom Modellflug halten. Heute will Raphael das Fliegen noch spannender machen. Gemeinsam mit dem Speedglider Daniel Kofler. Grüß euch. Grüß dich. Grüß. Alter. Ja. Was soll's dabei? Wir haben alles dabei. Der Plan? Daniel springt mit dem Fallschirm und soll Raphaels Videoflieger in der Luft fangen. Mit Speedglider sind wir schon geflogen, aber in der Luft gefangen haben wir uns noch nie. Also mal schauen, ob das klappt. Daniel fliegt von einem Hochplateau ab. Videopilot Raphael startet seine Maschine vom Tal aus. Auf halbem Weg wollen sie sich treffen. Los geht's. 1, 2, 3. Raphael muss den Fallschirm am Himmel erst finden und dann möglichst nah heranfliegen. Da ist er ja, schau. Dicht auf den Fersen, aber der Speedglider fliegt im Irrsinnstempo. Raphael muss die Flughöhe verringern. Tiefer kann ich nicht. Chance verpasst. Der Fallschirm ist wieder zu weit weg. Zum Trost gibt's eine halsbrecherische Show-Einlage des Speedgliders. Ja, also wir waren eigentlich von der Geschwindigkeit her super. Wir haben ihn dann halt leider in der Mitte vom Tal haben wir ihn verloren. Aber ich glaube, da kann man nichts machen. Das, von der Sonne her haben wir dann noch nichts mehr gesehen. Und dem Flugspaß tut das keinen Abbruch. Raphael ist gerade erst dabei, die Möglichkeiten des Videofliegens auszuloten.